Ich habe euch heute was mitgebracht aus dem Alten Testament. Zumindest starten wir so. Es geht um eine Geschichte, die man finden kann im zweiten Buch Samuel. Da geht es um den König David, der auch die Psalmen geschrieben hat. Und zwar ist, um den Kontext zu verstehen, er hat Übertretungen begangen und muss jetzt die Konsequenzen tragen. Die Konsequenz ist die, dass es heißt, darum muss dein Sohn, der neugeborene Sohn, darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Das ist die Konsequenz, die er tragen muss. Und in diese Stelle möchte ich jetzt gerne mal, den möchte ich vorlesen, das ist aus der Hoffnung für alle, die Übersetzung. Das ist ein bisschen einfacher jetzt zum Verstehen. David zog sich zurück, nachdem er das gehört hat, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Seine Hofbeamten kamen und versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er sich nicht überreden. Am siebten Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, David mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. Schon als das Kind noch lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern, sagten sie zueinander. Wie wird er sich erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun. Doch als David merkte, wie die Hofleute miteinander flüsterten, ahnte er, was geschehen war. Ist der Junge tot? Fragte er. Und sie antworteten, ja, er ist gestorben. Da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. Wir verstehen dich nicht, sagten seine Diener. Als das Kind noch lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder. David erwiderte, solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben. Warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen. Ich will es mit meinen Worten sagen, es ist so, als wenn David an der Stelle sagt, ich schaue nach vorn, was kommt, ich schaue nicht zurück. Paulus schreibt im Philipperbrief, Paulus 3, Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Gleiche Einstellung. Paulus sagt... Wo war das? Weil du hast gesagt, Paulus 3. Philipper 3. Paulus sagt das im Brief an die Philipper. Gut. Ja, prüfet alles. Also, nochmal Philipper 3, Vers 13, neue Genfer Übersetzung für die, genau. Paulus sagt auch an der Stelle, schau nach vorn, schau nicht zurück. Und im Lukas-Evangelium finden wir Lukas 9, Vers 62, dass Jesus sprach, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Also auch Jesus sagt, schau nach vorn, schau nicht zurück. Das ist das Thema, was ich heute weitergeben möchte. Offensichtlich ist da eine große Wahrheit drin, dass wir angehalten werden, nicht auf das Vergangene zu schauen, nicht das, was hinter uns liegt, nicht das, was wir nicht mehr ändern können, sondern im Gegenteil, wir aufgefordert werden, und zwar massiv, wenn Jesus sogar sagt, wir sind nicht brauchbar für das Reich Gottes, während wir den Acker beackern mit dem Pflug, das ist ja das Bild, wenn wir währenddessen nach hinten schauen, auf das Vergangene, sondern wir sind nur dann brauchbar, wenn wir nach vorne schauen. Also wer nach vorne schaut... Okay, an dieser Stelle müssen wir jetzt überlegen. Ich nehme gerade auf als Botschaft. Das ist jetzt keine Diskussionsrunde.
Wir können es öffnen als Diskussionsrunde, wir sind eine kleine Runde. Aber ist es jetzt eine Botschaft, würde ich jetzt bitten, dass wir jetzt nicht zwischendurch fragen, dann können wir das hinterher öffnen. Ansonsten hört doch erstmal, was kommt. Ja? Also, wer nach vorne schaut, schaut auf das, was auf ihn zukommt. Er schaut auf das Zukünftige und nicht auf das Vergangene. Und es ist eine Erwartungshaltung, weil ich weiß noch nicht, was kommt. Also bin ich irgendwie in einer Form in Erwartungshaltung. Kann ich negativ sein oder positiv eingestellt sein? Was erwarte ich von dem, was kommt? Kann jetzt mal jeder für sich überlegen. Wenn ich an morgen denke oder an übermorgen denke, überhaupt an die Zukunft, ist das eher etwas, was ich da erwarte, was gut ist? Oder ist es etwas, was ich erwarte, wovor ich mich fürchte, wovor ich Angst habe? Habe ich Sorgen vor der Zukunft oder blicke ich hoffnungsvoll in die Zukunft? Das ist immer ich habe sozusagen eine Basis, auf dem ich stehe, auch ein Fundament. Das ist das Fundament der Hoffnung, dass ich grundsätzlich hoffnungsvoll bin. Oder habe ich ein Fundament, was eher Niedergeschlagenheit, Angst, Sorgen, Verzweiflung, also Hoffnungslosigkeit im Prinzip ausdrückt? Die Frage ist, oder die ich mir dann gestellt habe, was ist das, worauf wir als Christen angehalten werden, worauf sollen wir stehen, auf was für ein Fundament? Jetzt kommt der Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13, schreibt Paulus: Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Also zumindest ist für Paulus wohl offensichtlich so, dass er sagt, Gott selbst ist die Hoffnung, nur durch ihn haben wir überhaupt Grund, Hoffnung zu haben. Das ist unsere Begründung und das sollte auch unser Fundament sein, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft gucken sollen. Also es sind zwei Aussagen. Eine ist, guck nicht zurück, sondern guck nach vorne. Und wenn du nach vorne guckst, dann guck auf das, was dir Hoffnung gibt, nämlich Jesus. Jesus sagt ja hier, ist unsere Hoffnung, dass Gott die Quelle aller Hoffnung, sagt Paulus. Und das bedeutet, dass wir angehalten sind, irgendwie nach vorne zu schauen und hoffnungsvoll nach vorne schauen sollen. Das heißt aber, dass wir, wenn wir Hoffnung haben sollen, dass sie immer nach vorne gerichtet ist. Oder hat jemand schon mal versucht, hoffnungsvoll auf etwas Vergangenes zu gucken? Also es funktioniert irgendwie nicht, wenn ich sage, ich hoffe, dass ich die Prüfung gestern gut hinkriege. Die ist gelaufen. Aber ein Rückblick kann auch hoffentlich verhindern, wenn was gut gelaufen ist. Ja, genau. Okay. Also, mein Ansatz ist der, wenn ich hoffen will, wenn ich Hoffnung habe, dann ist das, worauf ich gucke, ist das auf das, was vor mir liegt und nicht auf das, was hinter mir liegt und auf das, was kommt. Hoffnung werde ich nie finden, wenn ich zurückschaue. Hoffnung wird nie im Gestern liegen. Ich kann sie höchstens daraus beziehen, das ist wohl richtig. Trotzdem sehen wir, zumindest geht es mir so, dass ich manchmal in Situationen bin, wo ich sage, ich habe keine Hoffnung oder habe Schwierigkeiten und schaue dann vielleicht in dem Moment zurück. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich mal das anschaue, wo ist es eigentlich, woraus beziehe ich, also wo verliere ich meine Hoffnung, dann hat das meistens etwas damit zu tun, dass ich nach hinten geschaut habe. Also das in erster Linie, es gibt viele Gründe, aber meistens hängt es damit zusammen, auch was ich bei anderen beobachte, auch in der Beratung und im Coaching. Meistens hat es etwas zu tun mit Enttäuschungen und Verletzungen, die Menschen erlebt haben, Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ob das jetzt Enttäuschungen sind, die sie mit Gott gemacht haben, die mit der Berufung zu tun haben. Man hat sich vorgestellt, dass der Dienst wächst. Man hat sich vorgestellt, das Kontorhaus, da würden jetzt nicht 10 sitzen, sondern da würden 100 sitzen. Und dann ist man enttäuscht, dass es nicht so ist. Das wären so Enttäuschungen, die gegen Gott gerichtet sind. Aber auch vielleicht, dass man sich schon lange für Verwandte betet oder Freunde und Bekannte, sich wünscht, dass sie auch Jesus kennenlernen, dass sie gerettet werden und es nicht geschieht. Andere Gebete, die nicht erhört werden, richtet sich alles. Das sind Enttäuschungen, wo ich enttäuscht bin im Nachhinein von Gott. Da gucke ich nach hinten.
zurück in die Vergangenheit. Kann auch sein, das kenne ich auch gut von mir, dass ich enttäuscht von mir selbst bin, je nachdem, was ich für Ansprüche an mich selbst habe. Ich gehöre jetzt auch zu den Leuten, die eher hohe Ansprüche haben. Ist das Risiko immer sehr groß, dass man dann enttäuscht ist, weil man seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden ist. Wo man gucken kann, vielleicht, wo hänge ich da jetzt drin? Lebe ich wirklich aus Gnade oder erwarte ich, dass ich gute Leistungen bringe und deswegen bin ich enttäuscht, weil ich keine guten Leistungen gebracht habe nach meinem Maßstab? Wenn ich das Evangelium lese, dann bräuchte ich das nicht zu sein, dann müsste ich mich rühmen meiner Schwachheit, so wie Paulus sagt, und nicht enttäuscht sein. Und ein ganz großes Thema, zumindest unter Christen, ich bin ja nun noch nicht so viele Jahre Christ, aber was ich in der Zeit gesehen habe, an enttäuschten Leuten, die von ihren eigenen Christengeschwistern, die eigentlich Geschwister sind, enttäuscht sind und die verletzt sind, das ist eigentlich ein Bild des Grauens. Wenn ich das mal so sagen darf. Also von Gemeindeleitung enttäuscht, von Geschwistern enttäuscht, dass sie Kritik kriegen, unter Kritik stehen. Aber auch diese Enttäuschung, und das ist ja das Thema, die haben immer was mit der Vergangenheit zu tun. Das sind Verletzungen, die in der Vergangenheit geschehen sind, die kann ich nicht mehr rückgängig machen. Es ist nur die Frage, wie ich mich dazu stelle, was ich tun kann. Beobachten kann man auf jeden Fall, was macht das mit den Menschen oder was macht das mit mir? Je nachdem, wie groß die Verletzung ist, wie viele es sind. Man kann sicherlich beobachten, dass man unzufrieden wird, dass man vielleicht anfängt, merkt, man guckt nicht mehr hoffnungsvoll in die Zukunft, sondern eher pessimistisch. Dass man so sagt, ach, lieber den Ball flach halten, erwarte ich lieber nicht so viel, dann bin ich hinterher auch nicht so enttäuscht. Oder vielleicht, dass man sogar zynisch wird, das wäre die nächste Stufe, dass man irgendwo hört, boah, da ist Erweckung oder da Gott tut da was und dann sagt man schon, ach, das ist wahrscheinlich in 3 Wochen wieder vorbei, ist ja immer so gewesen. Ja, nur so ein Strohfeuer. Oder Bitterkeit da reinkommt und man verbittert in so einer anklagenden Haltung ist. Oder dann die nächste Stufe, dass man, was ja jetzt ganz klassisch ist, jetzt hat das einen Begriff bekommen, gab es immer schon, aber heute heißt das Burnout, dass man sagt, ich kann eigentlich nicht mehr. So geht es nicht mehr weiter. Das ist für mich zumindest die Entwicklung, das Gegenteil von dem, was Hoffnung bedeutet, nämlich das ist eine Hoffnungslosigkeit, die dann entsteht. Gut, wir werden aber angehalten, nicht zurückzuschauen, schauen nach vorn, schauen nicht zurück. Ich meine, nicht nur Fahrradfahrer kennen das, das ist immer schwierig, wenn man Fahrrad fährt und die ganze Zeit nach hinten schaut. Die Gefahr, dass man stürzen kann und die Gefahr, dass man einen Unfall macht, ist relativ groß. Das ist mir selber mal passiert, ich habe zwar nicht zurückgeschaut, aber auf mein Navi, mit dem ich gespielt habe, dann bin ich über Kopf ausgestiegen und habe dann meine Rotatorenmanschette kaputt gehabt. Aber auch Heilung erfahren. Danke, Jesus, dafür. Halleluja. Aber wenn man zurückschaut und nicht nach vorne schaut, dann kann es sein, dass wir hinfallen. Hinfallen ist normal, das ist auch in Ordnung. Als Christen haben wir, wenn man zumindest den Sprüchen Glauben schenkt und auch anderen Stellen, haben wir zumindest das Privileg, nach dem Hinfallen wieder aufstellen zu dürfen. Wir lesen in Sprüche 24, 16, der Gottesfürchtige kann 7-mal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Im Gegensatz dazu steht dort, den Gottlosen dagegen genügt ein Unglück, um sie zu Fall zu bringen. Nichtsdestotrotz, schau lieber nach vorne, schau nicht zurück. Und die Frage, die mit Willensentscheidung zu tun hat und nicht so sehr mit Gefühlen, ist, ob ich bewusst meinen Blick nach vorne richte, auf das, was kommt, oder ob ich mich von meinen Gefühlen leiten lasse und den Blick durch die Verletzungen und durch alte Geschichten, durch Erfahrungen, durch noch nicht Gespräche, die noch nicht stattgefunden haben, dass ich immer wieder an so alten Dingen festhalte und sie nicht bereinigt habe. Das ist erstmal eine Willensentscheidung und keine Gefühlsentscheidung. Erstmal muss ich es wollen. Ich erinnere daran, auch Paulus hat gesagt, ich richte bewusst den Blick nach vorn. Deswegen ist es auch eine bewusste Entscheidung, sich von Enttäuschungen oder die zu bereinigen, ob das jetzt durch Vergebung ist, durch Versöhnung oder Segnen, anstatt anzuklagen oder zu streiten oder zu verfluchen. Das ist eine Willensentscheidung, das ist auch keine Frage, was so oft verwechselt wird, des Gefühls. Wenn man sagt, ich kann doch demjenigen nicht vergeben. Der hat mir so viele Dinge angetan.
Ich kann es nicht. Warum kannst du es nicht? Weil wir uns so fühlen. Aber die Gefühle haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Die Bibel sagt da ganz klar, es ist sogar eine Voraussetzung für Gott, dass er sagt, wenn du nicht vergeben kannst, kann ich dir auch nicht vergeben. Also das ist keine Option. Das ist nicht so, dass wir sagen, du darfst vergeben, sondern es heißt, ich möchte dir gerne vergeben, aber erst musst du vergeben. Das ist die Voraussetzung. Also insofern bewusste Willensentscheidungen, die wir mit dem Verstand treffen können und müssen und nicht von unseren Gefühlen. Die Bibel redet dann vom Herz, also es ist keine Herzentscheidung, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, die du triffst. Und dieses Schau nicht nach hinten, sondern schau nach vorn. Mal unabhängig von diesen beiden bewussten Entscheidungen, ist im Grunde gar nicht so kompliziert, wie ich da hinkommen kann. Es sind immer wieder die gleichen Basics sozusagen, haben immer was mit Zeit zu tun und nicht mit etwas leisten, sondern immer was mit Zeit. Und zwar sich Zeit zu nehmen, zu beten, sich Zeit zu nehmen, auch die Dinge, die Wahrheiten zu erforschen, auch in der Bibel, also Bibel zu lesen. Aber ich glaube, in Deutschland ist das vielleicht noch das, was am meisten gemacht wird. Was aber wenig gemacht wird, ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wozu wir immer wieder aufgefordert werden, dass wir auch in Gemeinschaft gehen sollen, mit die Gemeinschaft suchen sollen mit dem Heiligen Geist. Dass wir, und das hat was mit Zeit zu tun, das kann man nicht mal eben abhaken. Das ist das, was wir jeden Donnerstag hier machen. Ob es in Form von Lobpreis ist oder ob man sich still zurückzieht, aber es ist Zeit, die wir Gott schenken. Und wir laden ja auch immer bewusst den Heiligen Geist ein. Wir wollen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist pflegen. Und das ist das gehört zu diesen Basics, würde ich sagen, zu den Grundlagen, um überhaupt die Kraft zu haben, dass wir auf das Hoffnungsvolle, was Jesus ist, die Hoffnung, dass wir die Kraft bekommen, das tun zu können. Und die bewussten Entscheidungen auch treffen können, uns nicht umzudrehen und nicht nach hinten zu schauen, sondern nach vorne zu schauen. Also, schau auf den, der die Hoffnung ist, Jesus Christus. Schau nach vorn, Focus on Jesus. Und da, wo du noch aufräumen musst, triff die Entscheidung, dass du das bewusst, auch mit Gottes Hilfe, das müssen wir nicht alleine, aber mit Gottes Hilfe, uns von den alten Dingen, wo wir immer wieder in Gefahr laufen, uns davon behindern zu lassen, dass wir das abgeben und uns davon trennen.